Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Fitzbar mit dem Spiel Bastion. Nachdem ich Evoland durchgespielt habe, habe ich mir gedacht, dass Bastion ein würdiger Nachfolger wäre, weil es halt vom Genre her recht gut zusammenpasst. Ich habe vor, ein neues Spiel zu starten, und zwar im Normalmodus. Willst du wirklich ein neues Spiel starten? Dein aktuelles Spiel geht verloren. Ja, dessen bin ich mir durchaus bewusst, deswegen mache ich das Ganze ja. Proper story is supposed to start at the beginning. Ain't so simple with this one. Now here's a kid whose whole world got all twisted, leaving him stranded on a rock in the sky. So, ich merke gerade, dass im Moment noch kein Untertitel dran ist. Ich guck mal gerade, ob ich das vielleicht nochmal hinkriege. Einstellungen, Untertitel an Vibration ein. So. He gets up. Sets off for the Bastion, where everyone agreed to go in case of trouble. Also, es wird eine Geschichte erzählt durch den Erzähler, den ihr schon da im Hintergrund hört. Da die Zeitpunkte, wann der anfängt zu quatschen, recht willkürlich sind, passiert es mir sehr wahrscheinlich öfters, dass ich in den Erzähler reinquatschen werde. Ich werde es versuchen, möglichst mitzukriegen und dann aufzuhören zu quatschen. Also wenn ich dann mitten im Satz einfach aufhöre, nicht wundern. Das mache ich dann nur, damit ihr den Erzähler dann vielleicht auch hört. Gut, dann machen wir weiter. Ground forms up under his feet as it point the way. He don't stop to wonder why. Finds his lifelong friend just lying in the road. Also genau das meinte ich. Well, it's a touching reunion. So. Wir haben unsere erste Waffe, den Hammer. Damit kann man verschiedenste Sachen zerstören, also fast so gut wie alles. He sees what's left of the rippling walls. Years of work undone in an instant in the calamity. Also es ist irgendeine Katastrophe passiert und wir wissen noch gar nicht wieso, weshalb, warum, was eigentlich passiert ist und warum die Welt hier so merkwürdig erscheint. No ma'am, it's a gas fella. Forced out from underground. Kid pops him good. Fella got a piece of him though. So, jetzt haben wir auch eine Lebensleiste oben links und eine Experience-Leiste. Mal gucken, ob wir alles schön kaputt machen können. Aber im Moment scheint da wohl noch nichts zu sein. Doch ein paar Scherben haben wir schon. Ein Repeater fällt aus dem Sky. Ain't a gift from the gods, but it'll have to do. So, jetzt haben wir unsere. Gotta hold her still to spin up the chamber. Unsere zweite Waffe. Ein Repetiergewehr. Mit dem Zielen ist jetzt ein bisschen schwierig mit Gamepad. Das ging mit der Maus besser. Aber ich glaube, es gibt nachher eine Zielhilfe, zumindest für Gegner. Kids worked up quite a thirst by now, so that fountain looks real inviting. So, mit der Ausweichrolle können wir auch ein paar Sachen zerstören. Und hier an dem Brunnen können wir uns heilen. Sometimes you just need a drink. Und a school of squirts tunnels up around them. Must have fled here from the mines. Hey, diesmal stelle ich mich gar nicht so blöd an. In der Testaufnahme war es schlimmer. Okay, bevor wir jetzt da reingehen, gucken wir mal, was hier ist. So kleine Abstecher zu machen, lohnt sich meistens. Eine Kristallspange. Kid finds a memento from a girl he knew. Always used to fancy her. It's a wonder the old saloon's still standing. Used to have the nicest view. Ups. So, dann gehen wir mal hier in diesen Saloon rein. Wenn du verletzt bist, drücke Y, um dich mit den Tränken zu heilen. He sets foot inside one of Salandia's famous watering holes. Inside's old Rondi, the bartender. The calamity got him for his drinking did.
Also, eine Katastrophe ist passiert. Ja, das erklärt so einiges. Then Kid finds his trusty shield. So, da haben wir unsere Verteidigung, unseren Tierkopfschild. Den tun wir mit linkem Trigger. But just as he's getting a handle on it, the security takes him for a petty thief. So. Clang. Shield saves his hide. Mit diesen Schildern kann man. Mäumchen. Geschosse reflektieren bzw. zurückschleudern. Die Ausweichrolle sollte man exzessiv nutzen, weil ansonsten geht man recht schnell drauf. Da! Ah, Scheintreffer. So schnell weg. Haben wir Zeit. So. Diese Scherben, die da so rumfliegen, die sollte man alle aufsammeln. Na. So. Ja. Der Schweinepriester. Der ist schon etwas ein anderes Kaliber. Ja, das war's dann wohl. Jetzt kümmern wir uns noch hier um das Kleinviech. So. Hätten wir da. Da sind ja noch ein paar. Okay, wir sollen sehr wahrscheinlich da durch das Fenster jetzt durch. Aber jetzt gucken wir uns erstmal diesen Barkeeper da an. Sieht doch aus wie ein Überlebender, oder nicht? Aber ganz schwarz. Hallo? Hallo? Oh. Ronnie always wanted his ashes scattered here. Naja, den Wunsch haben wir jetzt erfüllt, ne? Gut, dann gehen wir mal zum Fenster. Und schwupp. Drücken Sie A, um die Ausweichrolle auszuführen und eintreffende Angriffen auszuweichen. He gets a good look at things on his way down. He lands on top of the breaker's bow, and it ain't broke. Ja. Ein Bogen. So. Zum Schießen X gedrückt halten. Ja. Problem ist nur, er läuft währenddessen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht kann man das ja irgendwann mal einer erklären. So, da haben wir wieder die Kanönchen. Ja, normalerweise sollten die aber die Dinger zerstören. Right back at so. Hätte man. Na, ich will mich nicht so oft treffen lassen. Treffen lassen ist scheiße. So. Das hätten wir. So, am Brunnen mal kurz geheilt. Gut, war zwar jetzt nicht so sonderlich nötig. Ich glaube, da geht es jetzt Richtung Quest weiter. Und da haben wir noch einen kleinen Gegenstand. Den nehmen wir mit. Etwas Sehniges. Wofür das wohl gut sein wird. The kid pockets a memento from a breaker. Once the fastest man in the land. Noch mehr Geschütztürme. So, schwupp. Good news is the emergency defenses still work. Bad news is they're aiming for the kid. So, also man muss ja immer am richtigen Zeitpunkt die Dinger, den Schild einsetzen, weil ansonsten kontert man nicht. Das ist ein bisschen tricky, aber das geht schon. So, jetzt haben wir unsere erste Spezialfähigkeit. Die wird mit dem rechten Trigger, angewendet. Die verbraucht aber diese schwarzen Tränke. Solange wir oben in der Leiste, oben links, voll sind mit den Tränken, bekommen wir Erfahrungspunkte dafür, wenn wir zusätzliche Tränke aufheben. So. So. Bis jetzt läuft's ganz gut. Okay, in die Distillerie gehen wir gleich mal rein.
Also, hier in der Distillerie kann man sich verschiedene Tränke aussuchen. Also im Verlauf des Spiels, ihr seht's, man muss erst ein bisschen aufleveln. Jetzt steht uns hier ein Platz zur Verfügung. Und da habe ich die Wahl zwischen drei verschiedenen Tränken. Ich nehme hier die plus 10 maximale Gesundheit, weil ich denke, ich sehr oft sterben werde. Von daher ist das, glaube ich, eine gute Wahl. So, Spirituosen. Waffenlager. Im Waffenlager kann man die Waffen, die man eingesammelt hat, die man schon hat, auswählen und dann entsprechend sich auf die Slots legen. Den Bringerbogen will ich nicht. Ich will das Repetiergewehr. Und an der Spezialfähigkeit haben wir im Moment nur den Blitzrundumschlag und den Wirbelwind. Ich behalte den Wirbelwind mal. So. Und alles kaputt machen, schön die Splitter einsammeln. Die können wir noch gut gebrauchen. Ein schwarzes Tränkchen. Some of them squirts birthing like crazy in a couple of corn bins. Also Moment, mach mich echt gut, ich bin echt erstaunt. So. Hopp, 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 hau drauf. Junge. So. So, hier kann man alles kaputt machen. Was haben wir denn da? Schön alles einsammeln, gibt alles Erfahrungspunkte. So, da einen Splitter vergessen. Schwupp, komm, den Gegner lassen wir mal in Frieden. Und dann gehen wir erstmal hier den unscheinbaren Weg. So, wieder ein. That one was Maud, the tutor. Once taught the kid good manners. He never used them though. Ja, so sind Kinder. Undankbares Pack. Nein, Quatsch. Ja, das war auch ganz schön knapp. So, jetzt müssen wir hier dieses, sag jetzt mal, diese Plattform müssen wir in Bewegung setzen. The Bastion's real close now. Und wie könnte es anders sein? Ja, es will uns aber nicht treffen. Boah. And then he falls to his death. Also das sollte man möglichst nicht machen. So, schnell einen Heiltank nehmen. Und dann machen wir uns hier mal ein bisschen Platz. He's a mighty fast learner. So, einmal die Spezialfähigkeit eingesetzt. Und schnell die Kisten kaputt machen, bevor da was Böses rauskommt. Ja. Mal Platz machen hier. Ja, hau weg. Schupp, schupp. So, was haben wir denn da? Etwas Schweres. Kid takes a chunk of alloy. Smell of barley and spoiled blueberries fills the air. Was geht hier? Scumbags. Kid maybe shouldn't have done what he just did. Ja. Ist nicht so einfach. Oh. Durch die Löcher sollte man übrigens auch nicht fallen. Nehmen. Robs a scumbag of his last meal. Zwei Stück haben wir ja noch. Und schon wieder runtergefallen, das darf nicht wahr sein. Zum Glück stirbt man dann nicht sofort. Kid puts him out of his misery. So, Stufenaufstieg. Das war ganz toll. Wird uns jetzt aber noch nichts. So. Oh, ein Splitterregen. Alles einsammeln. Alles meins.
Meins. Meins, meins, meins. Gucken, ist er noch mehr? Nee. Egal. So. Da unten war noch ein kleiner Gang. Da gehen wir auch mal her. Ne? Ne, da geht nichts her. Schade. Wagemutig, wie ich bin. Platz da. So. He finds the core to the Wharf District. Ein Kern. Den nehmen wir mit. He steals the city's heart. Might as ja. well. Und jetzt sollten wir uns schleunigst hier wegmachen. Kid has a feeling he better get a move on. The place is starting to fall. Kid just keeps so, die Gegner ignoriere ich jetzt einfach mal. Ich einfach nur hier weg will. Crazy. So, komm schnell, hopp, 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 hopp. So. Und da ist der Himmelsweg. Auf. Where it needs to go. Now the kid sees something stranger still. His mind races. Nun sind wir in der Bastion gelandet. Das, von hier aus werden wir immer unsere Abenteuer starten. Sure enough, he finds another. He finds me. Ja, genau, so sieht's aus. Hier haben wir den Erzähler gefunden, der die Geschichte für uns erzählt. Und das ist die Bastion, die zeige ich jetzt nur ganz kurz. Und dann mache ich hier auch schon den ersten Cut. Weil ich denke, für die erste Folge reicht das. So. Gut, den Kern, den wir eben gefunden haben, der wird hier eingesetzt. Und damit and just like that, the bastion comes alive. Erwecken wir die Bastion Stück für Stück zum Leben. Grown again, grown stronger. Kid's gotta put its power to good use. Now the bastion can send him even farther into the wild unknown. Genau so schaut's aus und das werden wir auch in der nächsten Folge ausprobieren. Also, bis dahin, ich wünsche euch einen schönen Tag. Euer Fitzmann. Ciao.